Hi, ich bin Sumer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um Kohlenwasserstoffe. Kohlenwasserstoffe, das ist ein Riesenthema und deswegen machen wir jetzt erstmal eine Übersicht. Kohlenwasserstoffe, wie der Name schon sagt, bestehen, also sind Stoffe, die bestehen aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Und zwar ausschließlich. Das habe ich hier einmal aufgezeichnet, wie das aussehen kann. Das hier ist zum Beispiel der einfachste Kohlenwasserstoff: Methan, ein C-Atom, vier H-Atome drumherum, weil Kohlenstoff vier Bindungsarme hat. Wenn wir jetzt noch ein C dazu bauen, und das können wir, weil wir das wie kleine Lego-Steinchen aufeinander erweitern können, wie wir lustig sind. Wenn wir jetzt noch ein C dazu tun, dann kriegen wir Ethan, Ethan. Das hier war Methan, schreibe ich einmal an. Methan, das ist Ethan. Das hat zwei C-Atome und jedes C-Atom hat drei H-Atome für sich, weil die beiden C-Atome ja an der vierten Bindungsstelle jeweils miteinander verknüpft sind. So, wir können das jetzt die Reihe beliebig erweitern. Wir können daraus Butan, Propan, Hexan und so weiter und so fort machen. Jedes Mal tun wir einfach nur ein C-Atom dazu. Und in der Natur vorkommt, sind Kohlenwasserstoffe zum Beispiel am allerpopulärsten im Erdöl. Also Erdöl ist ein Stoffgemisch aus Kohlenwasserstoffen unterschiedlicher Länge. Wenn wir das bearbeiten und Kohlenwasserstoffe einer bestimmten Länge raussortieren, dann kriegen wir Kerosin, kriegen wir Benzin, dann kriegen wir Heizöl, alles Mögliche raus. Der Unterschied zwischen den Ganzen liegt einfach nur in der Länge, also grob gesagt in der Länge der Kohlenstoffkette. Und wir können jetzt natürlich sehr vieles damit anstellen. Wie ihr schon festgestellt habt, ist hier, können wir sehr viel damit rumbasteln. Das ist ein richtiger Bastelkasten hier. Wir können zum Beispiel, was wir machen können, aus Ethan können wir zum Beispiel hier eine Doppelbindung einbauen. Dann haben wir eine Doppelbindung zwischen den zwei Cs. Und statt drei Hs pro C-Atom haben wir nur noch zwei Hs. Und weil Chemiker manchmal sehr faul sind, lassen sie diese ganzen H-Atome raus, weil wenn wir längere Moleküle zeichnen, dann würden wir uns Stunden damit aufhalten, die ganzen H-Atome zu zeichnen. Deswegen kürzen wir das einfach mit diesen Strichen ab. Das geht deutlich schneller und sagt letztlich das Gleiche aus. Jetzt können wir nicht nur eine Doppelbindung einbauen, wir können auch eine Dreifachbindung einbauen, indem wir die beiden Cs über eine Dreifachbindung miteinander verknüpfen und die haben dann jeweils nur noch ein H-Atom. Wir können auch die H-Atome ersetzen durch andere Stoffe. Chlorid oder Stickstoff oder alles Mögliche. Wie das dann im Detail aussieht und wie das benannt wird, besprechen wir in anderen Videos, weil das hier zu weit führen würde. Das war eine Übersicht von den Kohlenwasserstoffen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Viel Erfolg noch beim Lernen und bis zum nächsten Mal.